Hallo und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Heute wird man nicht gegrillt. Heute möchte ich euch ein Update geben zu meiner Grillhütte aufgrund der E-Mails und Anfragen. Und zwar ging es da um den Broil King, wie ich damit zufrieden bin, was ich da schon mit gemacht habe, ob er noch da ist. Ja, ist er noch. Und ja, der Rest von der Grillhütte, was ich noch an Equipment zur Verfügung habe, beziehungsweise was ich nicht mehr habe. Und ja, das machen wir jetzt, aber ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses kein Werbevideo ist. Habe ich mir alles selber gekauft oder angeeignet, aber nichts ist mir geschenkt worden bzw. gesponsert worden. Und deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt und ja, bis gleich. Ja, also wie ihr seht, den Broil King gibt es noch, ist auch erstmal gerade einen Monat, anderthalb, zwei, ne, und nicht mal zwei Monate alt. Bin ich super mit zufrieden. Zusammenbau habt ihr ja gesehen, den verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, ist ein total geniales Gerät, habe ich schon ein paar Mal jetzt, sieben, acht Mal mit gegrillt, haben Gemüse drauf gemacht, haben Spargel drauf gemacht, Dutch Oven hat schon drauf gestanden, funktioniert total super, die Temperatur ist völlig ausreichend, ich bin fast nur auf Halblast gefahren. Und ja, das zu dem Broil King. Dann ja, der Traeger, der ist immer noch da, der wird auch da bleiben, ist eben der Pellet Smoker. Den werde ich nächstes Wochenende wohl, oder übernächstes Wochenende wohl einsetzen für Brisket oder für Pastrami. Ja, mache ich dann ein Video zu, werdet ihr sehen. Ja, den Weber Grill, die Weber Kugel, die 57er. Ich hatte ja vorher einen großen Grillwagen aus Holz, der stand ja hier, wo der Traeger jetzt steht. Der ist weg, den habe ich weitergegeben nach Thüringen, glaube ich, also den habe ich nicht mehr, dafür aber wieder eine Weber Kugel, weil zwischendurch mal mit einem Weber Grill macht auch Spaß, habe ich doch schon drauf geräuchert, finde ich auch total gut. Dann da unten haben wir noch den Schaschlik Grill, den werde ich auch auf jeden Fall behalten und auch demnächst mal einsetzen mit einer richtigen großen Portion Schaschlik, dann machen wir ja gleich 10, 20 Spieße nebeneinander. Ja, den Kasan und den Utschak, den habt ihr letztens bei einem Ploff oder im Ploff Video gesehen. Das werden wir auch noch mal machen, aber dann mit anderem Fleisch und ja, gibt es ein paar geniale Sachen, die man drauf machen kann. Ja, zu den Dutch Öfen ist der kleine dazugekommen, haben wir auch schon alle getestet, funktionieren super, macht Spaß. Der Kochgenerator, der ist nagelneu, da habe ich jetzt auch die Pumpe endlich für da. Den haben wir, nee, den haben wir noch nicht zum Kalträucher benutzt, dafür haben wir eine Räucherspirale genommen. Den werden wir aber auch noch mal zum Kalträuchern einsetzen, dann ja wahrscheinlich wieder mit Lachs oder Forelle, je nachdem. Ja, so ein Wok, der ist neu. Die beiden Beefer, die kennt ihr schon. Die Plancha ist neu, da haben wir ja vorletztes Video oder vorvorletztes Video das Geflügel drauf gemacht für den Burger mit Chili und Cheddar-Käse. War auch total genial, kann ich jedem empfehlen, so eine Plancha, die ist echt Gold wert, kann man viel drauf machen, auch Burger. Besonders wenn man mit Käse was machen will und dann diese Kuppel drüber legt. Den Mini-Kamado, den haben wir noch nicht im Einsatz gehabt. Ja, die Feuertonne, die haben wir schon mal getestet mit der Plancha, mit der großen, die hinter mir ist. Die Feuerstelle, da kommt dann Dreibein drüber und ein großes Grillrost drauf. Das wird dann quasi direkt auf dem Feuer gemacht. Das machen wir aber erst im Sommer, dafür ist es jetzt noch zu kalt. Ja, und das Equipment, was ich da so an der Wand hängen habe, das ist eben das, was man zum Grillen braucht. Angefangen bei einer großen Schaufel, Pinsel, die Forken, hätte ich fast gesagt, die Gabeln. Ja, die Kohlezangen bzw. die Grillzangen und die Paletten, alles was dazugehört, die Wokschaufel, ja. Ja, und hier oben hängt auch die Räucherspirale, die ich letztens eingesetzt habe für den Räucherlachs. Also da bei wirklich 10 Stunden feinsten Rauch. Total edel. Ja, macht Spaß und ja, wird demnächst auch so weitergehen. Also das zu der Grillhütte. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben. Wohlwollenden Kommentar, Abo. Ja, wäre richtig genial. Bis dahin, euer Olaf, Barbecue Dino. Grill am Fuß des Wiehengebirges. Macht's gut.